Will mit Ö. Ich habe keine Ahnung mehr, wo die Tür eigentlich war, zu der ich gehen wollte. Das ist schwer mal wieder. Ist ja jetzt auf plus 10, also Maximum Damage. Muss mal gucken, wie gut es halt wirkt. Komme ich denn da eigentlich hin? Ah, ich komme nach da unten. Okay. Ich komme zu diesen großen. Ah, nein. Das ist ja beim. Wo der letzte Riese war. Da ist sogar noch ein Rufzeichen. Ich weiß nicht, ob ich hier schon Bloodloss hatte bei dem Ding. Aber es ist vergiftet auf jeden Fall. Der gute alte Fire Breath. Nice, er hat meine Dings komplett unterbrochen. Sollte mich vielleicht nicht an den hinstellen. Was der Gang? Ich will nicht noch mehr Flakons verschwenden. Oh, der hat bis jetzt gerade noch Gift gehabt. Das mit dem Gift wirkt tatsächlich echt gut. Muss ich ganz ehrlich sagen. Au. Zum Glück ist ja kein zweiter mehr, der hätte mich getötet. Schwerer Eisenschlüssel, Großschild der Rebellen. Ah, hier bin ich dann auch. Kann ich eh gleich da unten gucken, ob diese Tür da ist. Man sieht, dass auch im Hintergrund einfach dunkler, dass es einfach dunkler wird. Da geht's nach oben. Müssen, glaube ich, mal noch ein paar mehr sein, oder? Fuck. Bin ich tot. Ich hoffe, die anderen respawnen nicht nochmal. Wäre so ein Kampf, ich weiß nicht. Den könnte ich nicht so gut gewinnen. Wenn die da zu zweit sind. Aber mit dem einen Großschwert brauche ich gar nicht kommen. Also mit dem Schwarzritter-Großschwert. Das macht ja Feuerdamage, das bringt mir ja gar nichts.
Bei Feuer. Oh, der Feuersalamander ist doch da. Autsch. Echt jetzt, das Gift hat genau bei einem, gefühlt einem HP aufgehört. Nice. Wir sind aber recht anfällig gegen Magie. Oh ja, 300 Damage für seinen Seelenpfeil. Okay, es sind die großen Seelenpfeile natürlich, aber es sind die Big Bro Seelenpfeile. Scheiße. War jetzt natürlich sehr dumm. sehr entertaining hier. Höchstes Level auf jeden Fall. Sehe schon, wie ich die ganze Folge eigentlich nur gegen die Dinger kämpfe. Und dann, ja. Aber da ich jetzt ihre Schwäche kenne, habe ich auch eine Lösung dafür. Wobei ich könnte für den Nahkampf einfach das Magieschwert nehmen. Okay, das Magieschwert ist halt auch nicht so gut wie. Oder halt genauso gut wie die Flammenberge. Wobei. Ich kann ja mit dem Magieschwert zaubern. Außer er boxt mich halt um. Einmal taktischer Rückzug, bitte. Okay, die sind in der Tür hängen geblieben, das finde ich auch gut. Beim Blitzschwert. Das ist bewiesen.
Besser gesagt, es hat sich bewährt eigentlich. Warum kriegt denn der so viel Damage davon? Aber weil ich hier an einem Schwachpunkt getroffen habe. Okay, die haben Weak Points. Das finde ich schon mal interessant. Stirb. Feuerdrakenstein, das ist das Wichtigste hier unten. Zumindest für die, die irgendwie so eine Richtung was machen wollen. Oh, Seele eines großen. Oder eine große Seele eines stolzen Ritters. Falkenring. Das hat mir jetzt gerade spontan eingefallen, wo eigentlich wieder diese Tür war. Flammenquarzring. Wow. Komme ich hier irgendwie wieder raus, ohne da unten rumzulaufen? Ich glaube nicht. Dann müssen wir da wieder rein. Ich muss immer noch das Problem mit meinem Mauszeiger fixen. Oh. Ich wollte jetzt eigentlich Beauty Shots machen, aber ich glaube, der lässt mich keine Beauty Shots machen. Okay, ich habe einen Beauty-Shot gemacht. Ist immer schwierig, Screenshots zu machen, wenn der Mauszeiger im Bild ist. Ja. Die muss ich dann immer abdecken. Wo kommt denn der Boy her? Ciao. Ah ja. Ich hab doch das Symbol des Königs. Was ist denn jetzt das Symbol des Königs überhaupt? Ah. Eine machtvolle Seele ist wie ein Fluch und Träger starker Seelen tragen gewiss einen noch stärkeren Fluch in sich. Ein König Wendrick suchte nach größeren Seelen und machte sich die Stärke der Riesen zu eigen. Letztlich strebte er nach jener Flamme, mit der alles begann. Trag diesen Ring, um das Königstor zu öffnen. Ja. Ja, ist schon mal gut. Leider passiert nichts. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo mir diese ganzen Königstore waren. Es gab da noch mehr. Blitzendes Titanit und ein Duftspike. Schon mal schön und gut.
Das müssen wir jetzt hier auf jeden Fall merken. Und es gab doch noch bei der komischen Weggabelung, glaube ich, meins, oder? Im Schattenwald. Verstörte Weggabelung. Einmal Richtung Schloss und einmal Richtung. Wo ich nicht durch kann. Irgendwie so. Irgendwie so. Dieser hässliche Affe. Der mich mit Kacke wegschmeißt, das geht mein Fernseher aus. Oh ne, es ist bloß Netflix, das ausgeht. Au, au. Darum bekämpft man die lieber auf Range. Wenn man kann. Die waren als andere, also als Nicht-Caster sind die halt wirklich AIDS, diese Zyklopen. Diese Zyklopse. Moment mal, ist das eigentlich nicht Tanzverbot? Okay, der war jetzt echt fies. Sorry, Tanzverbot. Ich als dein geistiger Bruder, ja. Ja. Tut mir leid. Okay. Ich wollte dich nicht so beleidigen. Ja, das andere Königstor. Bringt das Symbol des Königs in euren Besitz. Da, ich geb's dir, Junge. Ich gebe dir. Aldias Festung. Oh. Fossiler Drachenknochen, Seele eines Helden. War mehr von diesen komischen Hunden. Oder Affen oder whatever. Oh Gott, die können mich versteinern. Really? Oh. Holy shit, hat mir das eine Menge abgezogen. Ich lasse diese komischen Äffchen oder was immer das ist, einfach in Ruhe. War der falsche Zauber. Muss ich jetzt nochmal durch die Tür durch? Oder bleibt die Tür offen? Das ist die Frage. Ja, die Tür ist zu. Ha, ich habe den Königsring nicht mehr an.
Und sie geht nicht einfach zu. System gedribbelt, habe ich gehört. Habe ich gehört. System gedribbelt. Okay, ich lasse diese kleinen Drecksviecher jetzt einfach in Ruhe. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade aufgehoben habe. Aber ich habe was aufgehoben. Oh, ist Mimic! Holy shit. Missgestalteter Schädel und Finstermaske. Oh nein. Ich sehe doch schon, was da gleich kommt. Wir gehen in die Festung. Okay. Jetzt fangen ja an, irgendwelche Vorschaubilder zu kommen auf Netflix. Das irritiert mich gerade ein wenig. Ja. Wir lassen es einfach passieren, okay. Oh, hey. Da ist Lucatiel. Ich dachte eigentlich, dass gleich der Riesenkopf wieder rauskommt und mich anquatscht. Was ist das? Imperfect, okay. Who are you? Oh. How goes your journey? I know not what you seek in this faraway land. But I pray for your safety. Please take these. Okay, Mira Großschwert, Lucatiel. Lucatiel Maske, Wams Handschuhhose. My name is Luke. I beg of you, remember, for I may not myself. My name, I beg, for I'm. Frag mich nur, was eigentlich am Ende mit der passiert. Sie ist weg. Okay. Ich würde an der Stelle sagen, das ist ein guter Punkt, um die Folge zu beenden, weil dann kann ich Aldias Festung einfach als nächstes machen. Ich gehe noch schnell nach Majula und kratze mich erstmal am Kopf. Ich dachte mir, ich könnte jetzt eigentlich noch kurz. Ich hab, was ist das eigentlich für ein Magiestein? Okay, alter irdischer Stein, Bruderstein, fossile Drachenknochen. Visit me again. Ja, Waffen aufrüsten ist tatsächlich gerade wichtiger. Wollte ich was anderes tun, aber ich glaube, Waffen aufrüsten ist wichtiger. Nice. I'll be around. Okay, nice. Dann habe ich das soweit auch schon mal gemacht. Das ist sehr gut. Ich glaube, ich hau mir fürs nächste Mal auch nochmal eine Menschlichkeit rein. Ja. Ja. Da habe ich auch ein Magieschwert. Ist gar nicht so schlecht. 130, 180. Ist auch nicht so schlecht. Hat aber natürlich nur schlechtere Werte. Da muss ich noch gucken, ob ich das mit dem Gift eigentlich noch drauf lasse oder ob ich da einfach einen Blutungsstein reinballer oder es einfach lasst, wie es war. Ja, ich würde an der Stelle, wie gesagt, sagen, da wäre nicht die Folge hier. Und dann einfach bis nachher. Ja.